So, und jetzt kommen wir zum letzten Teil unseres Amazon-Specials, und zwar mit Liam Neesons Unreal Identity. Ja, der Film hat, wie 72 Stunden auch schon, ein Wendecover. Ja, gucken wir mal rein. Und ja, es ist ein bisschen Werbung drin, die ist halt, und auch gut dabei. Ja, und ich muss auch sagen, mir gefällt das Cover-Design ziemlich gut. Also mir gefällt das hier, man sieht das vielleicht, die Fotos. Das ist so ein bisschen gemacht als, ja, wäre das Cover gemalt worden mit Fotos und da drüber wäre das eigentliche Cover gemalt worden und dann wieder weggekratzt. Also ja, mir gefällt das wirklich so gut. Eine Fotografie, malerische Darstellung fast. Ja, ist sehr schön, auch sehr flüssige Übergänge. Also ist wirklich ein schönes Cover. Kommen wir zu den Extras des Films. Ja, die Extras waren hier wie 72 Stunden. Wirklich sehr gut. Allerdings, der Film hat unserer Meinung nach noch bessere Extras, einen Ticken mehr. Außerdem fand ich so Sachen wie Pressekonferenz bei der Berlinale, fand ich schön. Ja, also, das war noch ein bisschen besser als bei 72 Stunden. Ja, außerdem muss man sagen, das Menü, ja, das können wir euch leider nicht zeigen. Also der Film, der hat wirklich ein ausgezeichnetes Menü. So ein gutes Menü habe ich noch nie gesehen. Das stimmt. Also annähernd kommt 72 Stunden ran, aber auch nicht zu vergleichen. So. Genau. Also das Menü bei diesem Film ist einfach top. Da kann man nichts anderes zu sagen. So, und jetzt kommen wir mal zum Bild dieser Blu-ray. Also es ist schon ziemlich gut. Es ist nochmal ein Stück besser als 72 Stunden. Und ja, dann noch zur Laufzeit des Films. 113 Minuten sind relativ okay, nicht zu lang gezogen. Und man guckt sie sich gerne an, also es ist nicht zu lang. Was ich auch noch sagen muss, vielleicht kurz, ohne zu spoilern. Ich sag mal, es explodiert ein bekanntes Gebäude Berlins. Ja, ich glaube, ihr wisst jetzt noch nicht, was vielleicht ich meine. Vielleicht nicht zu viel gesagt. Ja, in Berlin sind so viele bekannte Gebäude. Und das sieht wirklich so aus, als würde es wirklich explodieren. Ja, also das war unglaublich, eine unglaublich gute Animation. Ja, also es war wirklich Animationsniveau auf Avatar und Co., würde ich sagen. Auf jeden Fall. So, kommen wir jetzt zum vorletzten Teil. Dem Ton. Genau. Der Ton, muss man direkt mal sagen, der war wirklich gut. Ja. Der war, wir fanden, genauso wie bei 72 Stunden, also wirklich sehr gut, voll. Was mir immer gut gefallen hat, waren die, ja, der Ton der Explosion. Also, weil man muss ja irgendwie noch sagen, der Ton ist ja auch, naja, animiert kann man dazu nicht sagen. Aber doch irgendwie ein bisschen künstlich. Ja, man kann ja schlecht ein Gebäude in die Luft fliegen lassen, damit man da einen netten Sound für hat. Aber das klang wirklich perfekt. Also man kann vielleicht nochmal diese Szene nehmen, von der ich eben auch gesprochen habe mit dem Haus. Diese wirklich sehr, sehr guten Animationen und dazu auch noch wirklich der sehr brillante Ton. Der haben ein perfektes Gesamtpaket ergeben, fand ich. Fandst du auch? Ja, also eine gute Abmischung auf jeden Fall. Ja. So, und kommen wir jetzt zur FSK-Freigabe des Films. Ist halt auch schön, wie bei 72 Stunden, dass das FSK-Logo drin ist. Hatten wir ja schon. Und ist es soweit in Ordnung. Nicht ganz so waffenunterstützte Gewalt, aber ein oder zwei Szenen sind dann schon mal etwas, ja, blutiger. Ja, der Film ist halt genau wie 72 Stunden, wie ihr es ja wahrscheinlich schon an diesem wunderschönen blauen Logo erkennt, ab 16 freigegeben. Ja, wir fanden 16 war da eigentlich angemessen. Also es war alles in allem eigentlich okay.